The water is too low to get across. The water is too low? Achso, ist zu flach. Ich muss quasi etwas Wasser hineinpumpen. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Schon wieder alles vergessen. Ja, komm. Na, was ist denn da los, Lara? Dann machen wir es halt eben so, ne? Hier ist nichts. Genau, ich brauche den Schlüssel. I got the key. Wo ist er? Ja, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir durch die andere Tür. Genau, und da war es ein bisschen kniffliger bei der anderen Tür. Aber vorher nehmen wir natürlich noch die Muni mit. Okay. Hochspringen. Ja, okay. Ein bisschen schräg. Dann sollte das doch passen, ne? Ja, genau. Ich sehe gerade, hier sind so Kanister. Kann man auch dagegen schießen? Ja, kann man bestimmt, aber sollte nicht allzu viel bringen. Und hier ist noch ein Geheimnis. Nehmen wir das auch noch mit. Na komm. Was wir haben, dann haben wir. Nein! Den Propeller kann man auch irgendwie deaktivieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Okay, wie war das nochmal? Vielleicht später erst. Kann auch sein. Gut, gehen wir zurück. Ja, die Steuerung, die habe ich immer noch nicht raus. Ich spiele das ja erst seit 10 Stunden. So. Ich habe übrigens einen neuen Move herausgefunden. Den will ich mal gleich demonstrieren. Jetzt gehen wir hier durch die Tür. Okay, was ist jetzt? Eine Cutscene. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, der Kollege sieht nicht mehr ganz so fit aus. Such a massive growth. Almost can't see the body. Ich weiß nicht. Ruhe und Frieden, sage ich nur. Genau, den neuen Move wollte ich euch mal eben zeigen. Und zwar, wie war das nochmal? Jetzt habe ich groß Klappe gehabt. Oder kann die denn erst später den Move? Ah, die kann den jetzt noch gar nicht. Das kommt noch. Nee, doch kann die den Move nicht. Okay. Wie dem auch sei, ich muss auf jeden Fall hier durch. Okay, vielleicht mit einer anderen Waffe. Ich könnte schwören. Wieso komme ich da jetzt hier nicht durch? Jetzt bin ich aber verwirrt.
Jetzt bin ich aber verwirrt. Wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Ich hab... Ja, schon klar. Lara, was ist los? Denk nach. Also. Ich muss hier durch, definitiv. Definitiv muss ich hier durch. Na gut, ich kann hier Zettelchen nochmal mitnehmen, aber das machen wir jetzt auch nicht weiter. Ah, der Schlüssel. Okay, okay, okay. Gehen wir zurück. Ja komm, Lara, geh durch die Tür. Ich denke mal selbst erklären, wo ich jetzt hin muss. Den Schlüssel einfach nur anwenden. Lara hakt wieder. Liegt auch ein bisschen am Spieler. Ist eigentlich hier oben was drauf? War nicht abgeschickt. Oh, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht eingesammelt. Springen wir nochmal hier hoch. Weil es so schön war. So, wieder durch. Dann hier runter. Oh, Lara. What's happened? Ein kleiner Bug. Ja, use the key, please. Etwas Aufregendes. Ja, aber dafür möchte ich jetzt ungern. Na. Lara, was ist los? So. So, jetzt habe ich es aber, ne? Schwierige. Eine schwierige Geburt. So. So. Und hier kann man auch etwas machen. Der Hebel. Ja, logisch. Den Hebel muss ich betätigen. Jetzt bleibt noch das Lüfterrad stehen, ne? Das andere auch. Beziehungsweise sogar alle. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Und da muss ich durch. So war das. Genau so. Liegt da etwas Schönes für mich? Ich möchte etwas aufsammeln. Jetzt schnell hier hoch. Im Sauseschritt. Ups. Ja, wieder dran vorbeigejumpt. Weil es so schön war, das Ganze nochmal. Oh, Lara, was ist los? Ja,
gucken wir nochmal. Einfach geradeaus eigentlich, ne? Ja, siehst du, dann passt es. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon ein wenig vorgespielt. Hallo, roll dich. Auf jeden Fall kann im nächsten Level die Lara einen Jump mehr. Was heißt Jump? Das ist so eine Art so eine Waldwärtsrolle. Ich spoilere mal ein wenig. Und ich frage mich natürlich jetzt die ganze Zeit, warum sie das jetzt noch nicht kann. Bin ich hier überhaupt? Ach ja, genau. Jetzt muss ich hier entlang hangeln. Ja, genau, genau. Jetzt einfach runter. Ich glaube ja, einfach hier runter. Ja, doch. Hey, warum habe ich die Treppe nicht genommen? Different people were looking for a home under the city. Madmen. Looters. Me. Okay. Okay, okay, okay. Genau, und hier gibt es einiges zu managen. Hier kann man auch hoch? Gehe ich da jetzt hoch oder später? Ah, genau, hier ist der Rückweg. Jetzt komme ich, dann komme ich bei diesem etwas anders aussehenden Mann raus. Warum hat Lara schon mehr kein Licht? Not good. So. Wie war das nochmal? Ja, ist nicht gerade einladend hier, ne? Ein bisschen wie Resident Evil hier. Ich glaube, hier liegt was. Irgendwo. Ja. So, wo gehe ich jetzt nochmal zuerst rein? Und da komme ich. Hier ist zu. Beziehungsweise kann ich sogar öffnen. Aus irgendwelchen Gründen will Lara jetzt nicht öffnen. Doch. Genau, und hier kann man tauchen. Ups. Heavy Door, schwere Tür. His body, the infection. Oh, nothing will help him. Nothing will help him. Ja, okay. Schauen wir uns den Kollegen mal näher an. Ja, verzeih mir, aber ich glaube, das war in dem Fall besser so, weil der Kollege sah nicht mehr ganz so fit aus. Zum Glück ist es ja nur ein Spiel.
wahren Leben würde ich sowas natürlich nicht machen, na klar. Was war hier nochmal? Genau, hier war ein Rad. Noch eine. Das war's. 5 Stück sollten reichen. Dann sage ich mir noch ein paar Gegenstände ein. So. Dann kann man hier, glaube ich, noch auf die Kiste drauf. Weil wenn, dann nehmen wir natürlich alles mit. So, dann drücke ich mal hier auf den Knopf. Oh. Okay. Wie war das nochmal? Ach ja, genau. Man muss genau den Zylinder auf die Markierung platzieren. Und dann geht auch die Tür auf. Das kann doch jetzt hier nicht alles gewesen sein. Ist mich immer im Kreis gelaufen? Hey, war ich doch gerade schon. Hallo? Ach ja, genau. Jetzt muss ich hier gegenschießen. Hier ist nämlich irgendwo ein Schloss. Da hatte ich beim ersten Mal auch gesucht. Das geht schon auf, muss nur an der richtigen Stelle treffen. In etwa so. Dann kann man hier irgendwie hoch. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ja, man muss schon ziemlich genau stehen. Ja, sieht schon gar nicht mal so gut aus. Noch ein Schrittchen. Jetzt bin ich bestimmt wieder zu weit. Ja. Pixelgenau ist hier das Motto. So, nehmen wir nochmal Maß. Eine Rolle. Und jetzt hoch. Okay, dann noch einer links. Laura, das ist aber jetzt gemein von dir. Jetzt bin ich wieder bestimmt zu weit. Ah, es passt. Hier irgendwie runter. Hallo? Bitte runter. Dankeschön. Ich glaube, hier lag noch ein Fläschchen oder so. Nee, lag nichts. Also mein Gedächtnis ist mal wieder super heute. Wir schwören können, hier liegt was. Aber das Regal könnten wir nochmal abchecken. Ach, hier ist das Fläschchen. Man sieht es, glaube ich, schon, ne? Zack. Ja, ja, komm, Lara hängt wieder fest. Aber es liegt, glaube ich, in dem Fall eher so ein bisschen an dem Bediener. Genau, das schubse ich jetzt runter. Ja, 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 so langsam erinnere ich mich wieder. Die Kleinigkeiten des Lebens.
Okay, nochmal, weil es so schön war. Kann man hier noch mehr machen? Ich weiß gar nicht. Da war noch ein Fläschchen. Ich könnte bei der Gelegenheit eigentlich gleich mal meine Energie auftanken. Mit einer Flasche? Nö, Flasche nicht. Essen, Essen ist immer gut. Ach komm, noch ein Schluck. Fresh Water, weil es so schön war nochmal. Bei der Gelegenheit gleich einmal abspeichern. Safe Game. Are you sure? Yes, I am. Ich gehe nochmal zurück. Weiß ich noch irgendetwas? Ach komm, ist egal. Ist egal. Ups. Oh, Lara ist angequetscht. So, das muss ich jetzt irgendwo hinschieben. Wie war das noch? Genau da muss das hin, ne? Zu der Pumpstation. Wo ist die Leiter hin? Ach, da ist sie. Okay. Knapp daneben, gebe ich ja zu. Hallo. Geht nicht? Ach, wir sind zu weit geschoben. Gut, schieben wir zurück. Haben wir es, ne? Die Plattform ist auf Position. Das müsste es eigentlich passen, dass ich hier hochkomme. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht vorher etwas anderes machen muss. Hallo, Lara. Bitte benutzt die Leiter. Danke. Ah ja. Ja, okay. According to the map, on the outside, near to the train tunnel, I will find the passage to the secret military area. That's my target. Okay, ich bin falsch vorgegangen. Ich muss zuerst hier rein, da unten. Da sind zwei Schalter, einmal links, einmal rechts. Ich muss auf bestimmte Kombinationen drücken, dann geht die Tür auf. Dann ist da noch ein Schalter, dann ist da noch eine Tür und dann kann man da hinein. Das mache ich jetzt. Das kann aber jetzt ein bisschen dauern, deswegen mache ich jetzt einen kleinen Zeitraffer mal rein. Aber ich sehe gerade, hier ist noch eine Luke, da regnet es noch durch. Die muss ich zuerst, diese Luke muss ich zuerst schließen. Und hier war irgendwo ein Hebel, beziehungsweise so ein Rad, daran muss ich erstmal drehen.
gerade noch gesagt, erst die Luke dicht machen. Okay, wieder zurück. So, hier wäre das geheimnisvolle Rad. Da werden wir erstmal eine Runde dran drehen. Zack, ist die Luke zu. Und schon können wir auch über das Seil. Oder Stange. Was auch es auch immer sein mag. Wir werden es nie herausfinden. Nein, hier nicht. Wo muss ich jetzt lang? Das ist mal die gute Frage. Hier ist ein bisschen verwirrend. Da nicht. Da geht's wieder komplett zurück. War das etwa hierher? Ja, das sieht schon gar nicht mal so gut aus. Nee, das sieht falsch aus. Okay, hier wäre das Rad. Wenn ich hier gehe... Nee, hier. Nein, hier komme ich wieder ganz zurück. Wo muss ich lang? Lara, hilf mir, wo muss ich lang? Ja, das sieht doch gut aus. Genau, hier ist die Plattform. Wenn hier... Müssen wir eben überlegen. Hier hoch. Da ist das Seil. Dann komme ich darüber. Ja, das machen wir mal eben. Nein, hier nicht. Hier war ich schon. Also beim ersten Mal habe ich mich ungefähr 50.000 Mal verlaufen. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so schwierig ist. Ich brauche die zweite Plattform. So. Daher oder daher? Nee, hier nicht. Also, hier rein. Ja, 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 das sieht gut aus. Jetzt kommt wieder dieser Spezialjump. An einer bestimmten Stelle stehen. Dann kann es funktionieren. So, jetzt einmal hier durch. Zack. Jetzt schön vorsichtig. Nicht, dass du es hier hinunterfällst. Auf Position stellen.
Yes, ich hab's geschafft. Yippie-yay, endlich habe ich es geschafft. Was ich jetzt sofort mache, ist natürlich speichern. So, save the game. Dankeschön. So, haben wir noch was Schönes für mich? Eine kleine Belohnung? Leider nicht. Okay, dann geht's wieder hinunter. Schieben die beiden Plattformen auf Position. Wo müssen die nochmal hin? Die Schalter sind da. Aber es ist eine kleine Schiebe-Challenge angesagt. Ach, da sind da noch etliche Meter. Oh, bin zu weit. Nee, noch ein weiter. So, jetzt habe ich's. Das war Plattform Nummer 1. Jetzt kommt Plattform Nummer 2. Ich muss hier noch ein Stückchen nach vorne. Na, schieben wir das mal an. Das auch so machen. So, jetzt kommt die nächste große Herausforderung. Wie war das jetzt hier nochmal mit der Hebelbetätigung? Bis es funktioniert. Ja, komm. Jetzt aber. Ja, so gerade eben. Sehr gut, das ging auf jeden Fall schon mal schneller als beim ersten Mal. Auch wenn ich jetzt auch wieder 95 verschiedene Anläufe gebraucht habe. Hallo? Du sollst schießen. Danke. So. Ja, jetzt einfach hier entlang hangeln. Und dann geht's irgendwo nach unten. Und zwar hier. Nicht gerade elegant, aber es funktioniert. Jetzt den Knopf hier eindrücken. Etwa so. Genau, das müssen wir da gleich wieder hoch und die Zylinder positionieren. Ja, ich wusste doch, hier liegt etwas. Und ich glaube, hier kann man auch irgendwo reinkriechen. Ja, das machen wir auch mal eben. Ja, komm, Lara. Ein Stückchen. Ein Zettelchen. Naja, besser als nichts. War das wirklich alles? Ja, geht doch. Da liegt noch Munition.
dann können wir, glaube ich, auch schon wieder nach oben. So, und hier war noch irgendwo ein Geheimnis. Ich glaube, das nehme ich auch noch mit. Genau. Da muss ich drauf springen. Ich glaube, in etwa jetzt. Ja, doch, war richtig. Ah, ich werde das nochmal. Irgendwo kann man noch hier hinein. Genau. Ja, okay. Hallo? Okay. Dann machen wir es noch anders. Wie kommt man hier rein? Hohoho. Ja, genau. Wenn dann stilvoll, ne? Warum hast du da eine Taschenlampe nicht an, Lara? Oh, Big Cigarette. Eieiei. Das habe ich letztes Mal nicht gelesen, dass da Big Cigarette stand. Aha. Ich glaube, hier lacht schon so einiges rum. Da liegt noch was. Ich glaube, die kann man sogar noch ein weiter. Braucht man dafür wirklich einen Granatwerfer? Genau, der sollte reichen, ne? Put the seat down, ja. 50 Gummipunkte. Immer her damit. Wie, das war alles? Hallo? Ich wollte schon sagen. Ah, da liegt auch noch was. Ja, aber so ein Big Secret, da muss da schon ein bisschen was... was kommen, da muss da schon ein bisschen was sein. Wäre auch nett, wenn du das aufheben würdest. Ja, manchmal ist Lara ein bisschen zickig. Sie will, aber kann nicht. Na, versuchen wir mal von der Seite. Ah ja, von der Seite geht. Ich weiß echt nichts. Ein Zettelchen noch. Ja, ein Zettel ist zwar auch schön. 30 Gummipunkte. Kann man immer mal gebrauchen. Ah! Ist auch noch was. Hier fast dran vorbeigelaufen. Ja, das ist doch fein. So, und jetzt bekomme ich, glaube ich, Besuch. Und da speichere ich auch nochmal ab. Und auf den Kollegen habe ich nicht so wirklich Lust. Jetzt kommt. Zack. Geht doch. Nochmal 30 Gummipunkte. Hast du nichts fallen gelassen für mich? Oh, das ist aber gemein, du. Nö, wir hat nichts fallen gelassen. Gut, dann gehen wir zurück. Thank you.
Ah ne, ich muss ja nach oben. Nach oben muss ich ja. Wo ist die Kante wieder? Ja, da. Passt. Einmal um die Ecke. Und hinein ins Vergnügen. Ach ja, genau. Und jetzt kann ich die Pumpstation betätigen. Und wo ist die Leiter? Mal eben schauen. Ach, da ist sie ja schon. Sagen, neuer Versuch, neues Glück. Lache ich noch was rum? Nein. Okay. Musste man jetzt nur einen betätigen? Die anderen, die sind produziert. Okay, das hatte ich eigentlich anders in Erinnerung, aber egal. Ich denke mal, das war's, ne? Genau, ich muss wieder ganz zurück. Wo Lara ziemlich am Anfang gesagt hat, the water is too low. Da muss ich jetzt wieder hin zurück. Oh ja, wo ist jetzt der Rückweg? Das ist jetzt die gute Frage. Ne, hier ist falsch. Also verlaufen gehört zu meiner Lieblingsbeschäftigung. So. Warum bin ich jetzt überhaupt gekommen? Ich bin verwirrt. Ah ja. Das kann man so schön an dieser Wölbung erkennen. Hier ist der Ausgang. Dann ist hier rechts die Leiter. Da kann man hoch. Genau, das ist noch ein Kollege. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Uiu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 i. Böser Mensch, du. Hätte ich vielleicht von unten erledigen sollen. Das macht ihr natürlich besser als ich. Aber Lara ist wieder hergestellt. Ach ja, genau. Jetzt mache ich das, was ich am besten kann. Boom. Ja, da hat er Boom gemacht. Jawohl. Herrlich. I love it. Näher. Suchen wir mal die Fackel raus. Ja, wo ist sie denn? Wo ist meine Fackel? Da. Sie ist an. Prima.
Machen wir noch ein zweites Mal Boom. Hallo Lara, wo willst du hin? Lara hängt wieder fest. Hallo Lara, wo bist du? Kamera? Danke. Und jetzt wieder Pixel genau davor stehen. Und jawohl, schön. Nächster Kollege wieder. Guten Tag. Ich lerne das nie mit der Steuerung. Ich habe mal irgendwann am Anfang gesagt, das liegt daran, dass ich mit Tastatur spiele, aber selbst mit meinem Controller klappt das auch nicht so wirklich viel besser. Da schon wieder die verkehrte Taste gedrückt, ich wollte doch Rennen drücken. So, jetzt noch einmal hier um die Ecke, da hochspringen. Und dann ist das Level eigentlich... Hallo, bitte da drauf. Danke. Ach, Lara. So, da springen wir doch mal ein bisschen stilvoll hinein. Mit Kopfschwung. Aber knapp. Was hat die Birne gestoßen? Kann man auch irgendwie, weil das Water jetzt nicht mehr low ist, dann auch hier drauf. Da blinkt was. Das will ich natürlich haben. Ist ja logisch. Wo war es? Das war doch hier irgendwo, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir tauchen nicht, weil das wollte ich gar nicht. Hier aus dem schmutzigen Wasser mal ganz schnell wieder hinaus. Ach so. Ach ja, okay. Muss ja erst den Generator hier anmachen. Dann geht die Tür auf und dann müsste das Level eigentlich zu Ende sein. Okay. Irgendwo war doch noch was. Genau hier. Ja, dann schmeißen wir das Ding mal an, würde ich sagen. Boah, ganz schön hier. Ich glaube, ich sollte mich mal beeilen, sonst explodiert das Ding hier noch. So, dann rennen wir mal wieder hier so entlang. Und jetzt haben wir es endlich geschafft und schon wieder die falsche Taste gedrückt. So.
Sesam öffne dich, würde ich sagen. 100 Gummipunkte. Immer wieder her damit. Immer wieder schön. Schau mir die falsche Taste. Was stimmt mit mir nicht? Jetzt bitte einmal nach oben. Ja, ich denke mal, das war's für heute mal wieder. Ja. Und damit ist das Level beendet. Lara kommt jetzt endlich mal wieder an die Oberfläche und kann im nächsten Level weiterhin Unfug treiben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!